Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Conny Canarias und Land und Leute. Ja, heute geht es nach Gomera, die zweitkleinste Insel. Eine zerklüftete vulkanische Gebirgslandschaft, durchzogen mit Wanderwegen. In den Nebeln des hochgelegenen Nationalparks Garachonay wachsen dichte Wälder und moosbedeckte Bäume. In Richtung Küste führt die Schlucht Valle Gran Rey vorbei an den Hängen des weißgetünchten Dorfs La Caldera hinunter zu den schwarzen Sandstränden. Es leben ca. 20.000 Einwohner auf der Insel, ja, und es gibt viele geheime Pfade. Es ist ein magisches Paradies. So ein bisschen zur Geschichte. Zwischen dem 4. und 14. Jahrhundert entwickelten die Ureinwohner der Kanarischen Inseln alle eigenständige Kulturen. Anfang des 15. Jahrhunderts war die Insel in vier Herrschaftsbereiche geteilt. Trotz der Teilung kamen die Gomeros regelmäßig zu Versammlungen zusammen und auch zum Feiern. Immer zwei Stämme, die Hipalan und die Mulagua. Man durfte sich auch nur Ehepartner dieser Stämme raussuchen. Auch der portugiesische König Alfons IV. Sandte drei Schiffe, um Gomera einzunehmen und zu erforschen. Der Navigator berichtete, dass es dort viele Bäche mit sehr gutem Wasser gebe und auch wohlschmeckende Vögel, unter anderem Tauben. Sie kehrten allerdings zurück ohne die Eroberung der Insel. Auch nahmen die Piraten immer wieder Kurs auf La Gomera zur Versorgung von Holz, Harz oder der Fang von Vieh und Menschen, die dann als Sklaven verkauft wurden. Einige Franzosen kamen im Namen der Krone von Kastilien. Es wurde berichtet, dass sie sofort von den Gomeros angegriffen wurden. Beim zweiten Mal berichteten sie von einer merkwürdigen Sprache, das Kommunikationssystem Silbo, die Pfeifsprache, die die Gomeros bis heute erhalten haben. Die Besetzung erfolgte 1445 bis 1447 durch Hernán Peraza. Die Portugiesen unterhielten mit drei Stämmen im Norden gute Kontakte, während Peraza die Befestigungsanlage Torre de San Sebastián de la Gomera bauen ließ, mit Unterstützung des Stammes Hipalán. 1454 verzichteten die Portugiesen nach internationalen Vereinbarungen auf die Kontrolle der Inseln und räumten ihre Stützpunkte. Im Mai 1478 bezeichnete die Königin und König von Kastilien die Nachkommen von Peraza in einem Brief als Herren der Insel La Gomera. Darauf begann die Versklavung der anderen Stämme. Das führte zu großen Aufständen. Es kam Hilfe von Gran Canaria. Die erfahrenen Soldaten von Pedro Veras nahmen nach kurzer Zeit die Aufständigen gefangen und kamen mit mehr als 200 Gomeros zurück nach Gran Canaria. Juan de Frias, der Bischof der Kanaren, protestiert. Pedro Veras rechtfertigte sich vor einem Gericht in Sevilla. Peraza wurde 1488 getötet, als er sich bei seiner Geliebten, einer Ureinwohnerin, befand. Der Tod des Herrn der Insel führte wieder zu Aufständen. Die Königin von Kastilien ordnete an, dass die Witwe und der Schwiegermutter zu helfen sei und die Bürger zu bestrafen, die ihn getötet hatten. Sie schickte 1489 400 Soldaten auf sechs Schiffen nach La Gomera. Es wurden alle Gomeros aufgefordert, an der Trauerfeier teilzunehmen. Es kamen einige. Die Stämme, die nicht kamen, wurden als Verräter zum Tode verurteilt. Circa 500 Männer wurden bestialisch ermordet. Frauen und Kinder wurden als Sklaven verkauft in Europa und auf anderen spanischen Inseln. Doch nicht jeder war damit einverstanden. Sie seien Christen und nicht in einem guten Krieg gefangen genommen. Es kam zu einer Rückführung, die allerdings sehr schleppend verlief. 1837 wurden die Insel direkt der spanischen Krone unterstellt. Ende des 19. Jahrhunderts kam eine große Not und eine Auswanderungswelle, vor allem nach Kuba und Venezuela. Ab 1974 gab es dann den ersten regelmäßigen Fährverkehr zwischen Los Cristianos auf Teneriffa und San Sebastián de la Gomera. Sie gehört zu den älteren Inseln. Der vulkanische Ursprung ist noch sehr gut sichtbar. Mit den Vulkanschloten gehört der Nationalpark Garachonay zu den UNESCO-Weltkulturerbe.
Die gleichnamige höchste Erhebung liegt auf 1487 Metern. Ja, und die Besonderheit der La Gomeras ist die nur hier existierende Pfeifsprache El Silbo. Sie wurde schon von den Ureinwohnern genutzt. Man hörte sie über große Distanz, über weite Täler. Sie gehört zu schützenden Weltkulturgütern der UNESCO seit 1982. Seit 1989 hat die kanarische Inselregierung das El Silbo an allen Grundschulen als Pflichtfach eingeführt. In der sogenannten Schweinebuch wohnten damals hauptsächlich viele Hippies im Valle Gran Rey in Höhlen. Die Bucht wird auch heute noch von Aussteigern genutzt und ist auch für einen preisgünstigen Urlaub nicht schlecht. Es gibt hier sehr viel Natur, Wandern, Wälder, Steilklippen und die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite hier auf La Gomera. Man kann auch rüberfliegen, von Gran Canaria dauert der Flug ca. 50 Minuten. Wenn ihr Zeit habt, schaut es euch auf jeden Fall mal an, es ist es wirklich wert und gerade wenn ihr große Naturliebhaber seid, dann kommt ihr da voll auf eure Kosten. Macht euch ein paar schöne Tage auf La Gomera und lernt die andere Seite der Kanarischen Inseln kennen. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, meine Geschichte von La Gomera. Und ich bedanke mich bei allen meinen Abonnenten und sage bis morgen.